Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns wieder mal den lieben Xur an und was er dabei hat. Ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Wir fangen an mit der Tychonaut. Das ist für den Titan ein Helm, der Raketenwerfer unterstützt, und zwar, dass wir Zielsuche kriegen mit so ziemlich allen Raketenwerfern. Er ist ja dementsprechend nützlich, aber kein Gegenstand, den man jetzt unbedingt haben muss. Ich würde sagen, wenn man die Münzen hat, dann kann man ihn kaufen. Da gibt es dann ja, Raketenwerfer mit Clusterbomben, die dann natürlich Zielsuche bekommen durch den Helm. Macht jetzt besonders im PvE Sinn. Im PvP würde ich ihn komplett gar nicht empfehlen. Das heißt, kein Must-Have-Gegenstand, sondern mehr so, jo, Luxus. Dann gehen wir weiter zu Ahamkaras Rückgrat. Das ist für den Jäger, für den Revolverjäger. Hier werden die Lichtsensorminen verlängert, also die Dauer, wenn sie an der Wand sind beispielsweise oder irgendwo halt. Und man erhält zusätzlich eine weitere Ladung. Das heißt, man hat zwei Lichtsensorminen und dieser Gegenstand ist ein Must-Have-Gegenstand. Das heißt, wenn man den noch nicht hat, unbedingt kaufen. Denn gerade im PvP ist dieser Exo extrem stark. Die Dauer der Lichtsensormine ist mega lange. Die Lichtsensormine ist so oder so schon eine gute Granate, das heißt unbedingt kaufen, wenn man kann. Für PvE eher weniger geeignet, also es macht schon Sinn, zwei Lichtsensormine zu haben, aber da gibt es andere exotische Gegenstände, die doch wesentlich besser sind. Das heißt nochmal PvP, klare Empfehlung, unbedingt kaufen, wenn man den noch nicht hat. Dann Sternenfeuerprotokoll für den Warlock. Hier bekommen wir eine Fusionsgranate zusätzlich. Jetzt gibt es dann die ein oder anderen, die denken sich, oh cool, dann kann ich ja drei Fusionsgranaten mitnehmen durch die Skillung vom Warlock plus noch dieses Exo-Gegenständchen. Das geht nicht, maximal kann man zwei Fusionsgranaten haben. Man kann hier aber kombinieren, indem dass die Fusionsgranate dann Brandschaden macht über einen bestimmten Zeitraum, das geht. Aber ist auch nicht so wahnsinnig zu empfehlen, denn die Fusionsgranate ist in der Regel die Granate, die, wenn sie einen Feind trifft, ihn direkt auch töten sollte und nicht noch Brandschaden verursacht. Beziehungsweise im PvP auf alle Fälle. Im PvE kann man das doch relativ gut brauchen. Da hat man Bossgegner, kann man die Fusionsgranate dran werfen, haben natürlich noch Brandschaden. Das noch mehr Schaden verursacht, macht durchaus Sinn im PvE, aber für PvP nicht. Das heißt, wenn man will, ist kein Gegenstand, den man haben muss, aber er ist sicher nützlich im PvE, für PvP aber eher nicht zu empfehlen. Dann gehen wir zu extrem guter Rat. Ein massiv unterschätztes Maschinengewehr, weil es neben dem Donnerlord natürlich nicht unbedingt so groß aufkeimt. Die meisten spielen Donnerlord und nicht extrem guter Rat, deswegen kommt dieses MG nicht so auf. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so wahnsinnig Fan von dem MG. Die Fähigkeiten, die drauf sind, die sind eigentlich schon ziemlich cool. Wir haben hier natürlich Kontrolle der Masse für mehr Schaden gegen mehrere Feinde, dann extrem guter Rat. Wenn wir präzise Treffer landen, kann der Schuss zurück ins Magazin wandern und wird dann durch das Magazin ersetzt, etc. etc. Also es macht schon Spaß, auch mit 58 Schuss kann man lange drauf ballern. Meines Erachtens eher für PvE, also das heißt, um viele kleine Feinde zu töten, sehr gut geeignet. Für PvP eher weniger. Man sieht es auch an der Feuerrate. Maschinengewehr mit einem extrem hohen Output an Schüssen. Aber ist nicht unbedingt eine Empfehlung, das heißt, man muss sie nicht zwingend kaufen, sondern ja, mehr so Luxus für PvE auf alle Fälle. Dann das Vermächtnisengramm. Hier wie immer kommen nur ja 1 Waffen raus, das heißt, wenn man hier auf, was nehmen wir, ja, jenseits, das Snipergewehr jenseits hofft, hat man keine Chance, sondern hier kommen nur alte Waffen raus. Man hat hier beispielsweise aber die Möglichkeit, den Eisbrecher rauszuziehen, wenn man den jetzt noch nicht hat und ihn unbedingt haben möchte. Das heißt, für 31 Münzen kann man hier 1 Gegenstände rausziehen. Bezieht sich übrigens auch auf die ja 1 Exo-Beutezüge, die es damals gab. Die gibt es ja heute nicht mehr. Die Möglichkeit, an die Waffen ranzukommen, wäre jetzt über dieses Vermächtnisengramm. So wie die Dorn mit dem Primärwaffenengramm, das konnte man da ja kriegen, kann man hier beispielsweise ja, die anderen kriegen. Und dann gehen wir weiter zu Smaragdspule und Leerantrieb. Hier könnt ihr einen blauen Sparrow zu einem legendären Sparrow upgraden. Das heißt, hier kriegt man einen Sparrow mit einem grünen Schweif und hier einen Sparrow mit einem violetten Schweif. Lohnt sich durchaus für Leute, die erst kürzlich angefangen haben und das Ganze ein bisschen in Geschwindigkeit upgraden möchten. Denn der legendäre Sparrow ist schneller als der blaue natürlich.
Dann schwere Munitionssynthesen. Hier kann man Munitionssynthesen kaufen für seltsame Münzen. Lohnt sich eigentlich sehr gut, um Fraktionen zu leveln. Ich mache das sehr gerne. Ich level da sehr gerne Fraktionen damit. Ich bin jetzt natürlich schon fertig. Habe alle Fraktionen so weit gelevelt, wie ich leveln muss. Aber in der Infokarte verknüpfe ich sonst noch ein Video, wo man mehr Infos dazu kriegt. Und dann 3 der Münzen, die perfekte Möglichkeit, um exotische Engramme zu farmen und allgemein Exos zu farmen bzw. zu kriegen. Das heißt, hier könnt ihr die Münzen einsetzen im PvP, PvE, wenn ihr den Feinde tötet etc. Kriegt ihr da dann ab und zu exotische Engramme, mit denen man dann ja, Exos kriegt. Klare Sache. Die Glasnadeln, da muss ich nicht viel dazu sagen. In der Beschreibung ist ein Video verlinkt, das ist ganz ausführlich. Man kann hier einfach die Fähigkeiten umwürfen von den Exos, natürlich nicht alle, in der Beschreibung unten, da natürlich mehr dazu. Dann Lichtpartikel, hier können wir Lichtpartikel kaufen und 2 seltsame Münzen dafür zahlen. Meines Erachtens lohnt sich das definitiv nicht. Denn seltsame Münzen sind wertvoller als Lichtpartikel, deswegen ist dieser Tausch nicht zu empfehlen. Außer man braucht unbedingt Lichtpartikel, jetzt gerade in dem Moment, dann vielleicht schon. So, gut, das war's auch schon. Wenn dieses kleine Review zu Xur euch gefallen hat, dann lasst doch einen Like da, würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.